hallo Karl. Hallo Dagmar. Prima, dass wir die Gelegenheit haben, über unsere Top-Kundenveranstaltung, die Damoro Connect 2015, miteinander zu sprechen. Am 3. und 4. November organisieren wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern das Entscheiderforum für Business und IP dieses Jahr hier in Düsseldorf. Ich würde gern von dir wissen, unter welchem Leitmotiv wird denn diese Veranstaltung dieses Jahr stattfinden? Ja, Dagmar, das Leitmotiv dieses Jahr ist ganz klar das agile Unternehmen. Lass mich dir das erklären. Für Jahrzehnte war es die Hauptaufgabe der IT zu optimieren, den Mitarbeiter gewissermaßen schneller zu machen, um damit die Effizienzen im Unternehmen zu heben. Effizienz wurde als Voraussetzung für Kostenoptimierung und damit für Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Heute leben wir jedoch in einer Zeit so schneller Veränderung, dass die Zielvorgaben eines effizienten Prozesses während seiner Implementation häufig schon wieder angepasst werden müssen, da sich Kundenforderungen, das Marktumfeld, die Unternehmensstrategie oder die Organisation selbst zwischenzeitlich verändert haben. Wir wollen daher im Rahmen der Damoro Connect 2015 darüber diskutieren, als auch Best Practices vorstellen, wie eine moderne IT die Agilität des Unternehmens insgesamt unterstützen kann, damit Fast IT nicht zum Selbstzweck, sondern zum Selbstverständnis der Unternehmenskultur in nur mehr kurzfristig vorhersehbaren Märkten wird. Jetzt haben wir uns ja auch das Ziel oder die Aufgabe gesetzt, dass wir den Dialog zwischen den IT- und Telekommunikationsentscheidern auf der einen Seite und auch den Entscheidern aus den Fachbereichen stärker stützen, unterstützen möchten, als wir das vielleicht noch in den letzten Jahren getan haben. Also wir sehen uns da auch ein Stück weit als Kommunikationsvermittler. Warum glaubst du, ist das denn so wichtig und für welche Business-Entscheider ist denn speziell auch die Damoro Connect ein wichtiger Impulsgeber? Ja, eine wirklich wichtige Frage. Agilität bedeutet ja, dass alle Fachbereiche des Unternehmens in der Lage sein müssen, noch schneller Veränderungen zu erkennen und umzusetzen oder sogar Altdenke komplett über Bord zu werfen. Die Aufgabe der IT ist es, dies zu fördern oder gar erst zu ermöglichen. Konkret geht es dabei sowohl um neue Ansätze in IT-gestützten agilen Kollaborationsformen, es geht um agiles Service- und Sicherheitsmanagement, wie auch um Methoden, den Kunden noch besser zu verstehen und gewissermaßen agil zu bedienen. Wir richten uns daher nicht nur an Entscheider aus dem IT-Umfeld, sondern konkret auch an Verantwortliche aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundendialog, Finanzen, Betriebsorganisation und Strategie. Ebenso sind uns Berater herzlich willkommen, die sich mit dem Thema Unternehmensagilität und IT wirklich aktiv auseinandersetzen wollen. Okay, spannender Zielgruppenmix. Jetzt haben wir am zweiten Tag ja auch einen ganz starken Fokus auf das Thema Business Sessions gelegt. Ja, was erwartest du dir von diesem Format in Bezug auf den Informationsaustausch? Warum haben wir da so einen Schwerpunkt gesetzt? Ja, das Konzept One Fits All kann nicht unser Anspruch sein, wenn wir konsequent Business-Verantwortliche und IT zusammenbringen wollen. Agilität in einer Vertriebsorganisation ist eben etwas anders als Agilität im Kundenservice oder in der Produktion. Daher haben wir unser im vergangenen Jahr erstmals getestetes Format der Business Sessions weiter optimiert. Wir bieten auf der Damoro Connect 2015 eine individuelle Auswahl aus 9 Speed Sessions an, die jeweils nicht länger als 15 Minuten dauern. Das Ziel ist es, innerhalb dieser Sessions 1 oder 2 durchaus provokative Sichtweisen vorzustellen und sie in kleiner Fachrunde zu diskutieren. Am Ende zählt, was in Erinnerung bleibt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Format nicht nur der Themenvielfalt unterschiedlicher Funktionen gerecht werden, sondern auch ein sehr, sehr hohes Maß an Inspiration ermöglichen. Ja, was macht denn aus deiner Sicht den besonderen Wert dieser Veranstaltung aus? Also warum sollten jetzt unsere Kunden, unsere Interessenten und auch unsere Beraterpartner an der Stelle sich einen dieser heiß begehrten Plätze sichern? Ja, sie sind in der Tat heiß begehrt. Und mit ein wenig Stolz können wir dem Feedback unserer bisherigen Damoro Connect Veranstaltungen entnehmen, dass es in Deutschland aus dem Umfeld der Systemintegratoren und Unified Communication und Collaboration Anbieter, wie wir uns nennen, keine vergleichbare Veranstaltung gibt, in der in ähnlicher Form das Informieren wie auch die Inspiration als auch das Vernetzen ermöglicht wird. Wenngleich Technologie vieles ermöglicht, steht sie nicht im Vordergrund der Veranstaltung. Vielmehr wollen wir den Nutzen aufzeigen,
Nutzen auch wirklich fassbar machen, aber auch gerne sehr kontrovers diskutieren. Dagmar, darf ich zum Abschluss auch dir eine Frage stellen? Da kann ich ja nicht Nein sagen, oder? Sicherlich nicht. Wir haben uns ja in den vergangenen Jahren immer wieder hervorragende externe Sprecher in diese Veranstaltung holen dürfen, wie zum Beispiel den Professor Herrmann, der als Sportpsychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Thema Erfolg beginnt im Kopf referiert hat. Kannst du uns denn schon verraten, auf wen wir uns in diesem Jahr freuen dürfen? Also einen kleinen Vorgeschmack kann ich natürlich an dieser Stelle schon geben. In diesem Jahr ist es uns gelungen, Monika Matschnick, Psychologin, Expertin für Körpersprache, Wirkung und Performance für die Damovo Connect Veranstaltung zu gewinnen. Sie hat schon als Leistungssportlerin erkannt, wie stark die innere Haltung den Ausdruck des Körpers beeinflusst. Und sie wird in einem sehr in seinem mitreißenden Vortrag eben aufzeigen, wie man seine Wirkungskompetenz an der Stelle verbessern kann. Und wir begrüßen Europas einzig verdeckte Ermittlerin, die Wirtschaftsprofilerin Frau Susanne Grieger-Lange. Freuen Sie sich auf einen mitreißenden Vortrag, liebe Kunden. Und vor allen Dingen wirklich mit Business-Impulsen auf ganz hohem Niveau und das mit dem Charme und dem Charakter eines weiblichen James Bond. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen auf eine Veranstaltung, die wieder ganz Besonderes bietet und mit Sicherheit dazu führt, dass Sie mit tollen Gedanken, Inspirationen nach Hause gehen und hoffentlich ein wenig dazu beitragen, das agile Unternehmen bei Ihnen im Unternehmen tatsächlich auch umzusetzen. Vielen Dank, Karl. Danke dir, Dagmar.